Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Schroff gezockt auf dem Klo mit. Wir kümmern uns heute mal wieder um ein Spiel, was man so wunderbar zwischendurch zocken kann. Es gibt ja keinen wirklichen Story-Mode. Also, ich meine, gut, klar, man kann bei Level 0 anfangen und sich dann hochackern bis zum Ende, ähnlich wie bei Tetris. Und dann gibt es auch noch so eine schöne Animation, die dann am Ende kommt. Das werden wir in der Kürze der Zeit natürlich nicht schaffen. Es geht mehr darum, dass ich auch dieses Spiel gerne mal mit auf eine schöne Sitzung nehme und da einfach mal wieder ein bisschen spiele und mich ärgere. Und zwar ein schönes Spiel von Nintendo, Dr. Mario. Ja, ein Tetris-Klon quasi, wenn man so sagen will. Aber ich glaube, mit der beste Tetris-Klon, den es so auf dem Markt gibt. Es geht darum, dass Mario hier der Doktor ist, sagt der Titel ja schon, ne? Ist quasi unser Hausarzt. Wir haben uns ganz viele Bazillen eingefangen und naja, er schmeißt mit farblich passenden Pillen nach den Bazillen, wenn Medizin mal so einfach wäre. Ich wünsche euch viel Spaß hier mal wieder bei ein paar Minuten schroff gezockt auf dem Klo mit Dr. Mario und immer schöne Gesundheit wünsche ich euch. So. Hier sind wir schon mittendrin bei unserem Superspiel Dr. Mario. Oh yeah! Ah ja, hier macht uns Dr. Mario direkt mal einen vor. Ihr seht, so im Vergleich zu der aktuellen Wii U-Version oder so, ne, die haben das ja nochmal auf ihrem Arcade-Markt rausgebracht. Sieht das natürlich ein bisschen einfältiger aus. Das mindert aber nichts an dem Spaß, den das Spiel macht. Wir machen es hier mal wieder ähnlich wie bei Tetris seinerzeit. Wir werden den Timer mal auf 15 Minuten stellen. Eine perfekte Zeit für eine schöne, ausgedehnte Sitzung auf dem Klo. Und zocken einfach mal ein bisschen. So, One-Player-Game. Man kann jetzt hier einstellen, wie schwierig das schon sein soll. Wir fangen mal so ein bisschen... Ja komm, wir fangen mal bei Nummer 5 an. Speed bitte low. Ihr habt ja bei Tetris schon gemerkt, ich bin da ganz schön schlecht in so einer schnellen Geschichte. So, welche Musik nehmen wir denn? Das ist natürlich das Klassikerlied. Ich finde aber auch dieses hier sehr geil. Ich glaube, das nehmen wir mal. So. Dr. Mario schmeißt mir jetzt mal die Pillen hier rein und ich sehe schon, dass ich hier gerade unheimlich... Oh, der Speed ist jetzt aber echt langsam, ne? Nur gut. Ich merke schon, dass ich hier irgendwie total Scheiße fabriziere. Ziel ist es ja immer, mit diesem Bacillus in einer Reihe vier Dinger zu bilden. So, dass man dann... wo kann ich das denn mal hin tun hier? Das ist alles nicht so gut. Genau, mit dem Bacillus in einer Reihe muss man vier Stück machen. So, der ist dann zum Beispiel weg. Ja, und man muss natürlich den ganzen Bildschirm auflösen. Plöpp. Ja, wenn ich jetzt so wie in den beiden Fällen da unten, ne, jetzt ist da schon eine falschfarbige Pille hingeflogen. Das ist dann natürlich ärgerlich. Die muss man nämlich erstmal wegmachen, bevor man an das Bacillus wieder rankommt. Oder man macht das Bacillus von unten kalt. Das geht auch. Ah, da unten ist so ein weißes. Ja, das ist jetzt natürlich wieder eine sehr schlaue Geschichte. Ich denke mal, am wenigsten anrichten kann das hier. Nee. Das war mal wieder schön doof, merke ich jetzt gerade. Naja, machen wir erstmal das hier weg. Im Gegensatz zu Tetris fallen halt die überbleibenden Dinger mal wirklich komplett runter. Das ist manchmal gar nicht mal so unpraktisch. So wie da unten zum Beispiel. Ah, das kann ich so machen. Dann habe ich nämlich auch direkt was von dieser Aktion. Na, das war jetzt mal richtig schön kacke. Denn ich glaube so... waagerecht kann man die Dinger nicht abräumen. Also wäre mir zumindest nicht bewusst. Man kann es ja mal auf den Versuch ankommen lassen, oder? Ach komm, ich gehe auf Nummer sicher. Vielleicht können wir das nachher nochmal thematisieren. Das ist ja nicht das letzte Level, was wir hier spielen werden. So.
Kotzten wir die ganzen Bazillen mal so ein bisschen. Ich muss mir auch irgendwie noch angewöhnen, wirklich mal zu gucken, was da so für Bazillen unter mir sind. War jetzt, glaube ich, nicht so besonders schlau. Na, auch hier, jetzt habe ich wieder so einen schwarzen auf den grauen gesetzt. Naja, den Speedrun-Contest gewinne ich hiermit auf jeden Fall nicht. So, immer weg mit den Bazillen. Oh, ich hätte auch so gern Mario als Hausarzt. Wobei mein Hausarzt eigentlich auch sehr nett ist, aber trotzdem. Mario wäre ja nochmal eine Nummer cooler, oder? Glaube ich zumindest. Vielleicht ist Mario auch voll das arrogante Arschloch. Kann natürlich sein. So. Total dämlich, ne? Was ich hier teilweise fabriziert habe. Ich muss hier erstmal den ganzen Müll beseitigen, den ich vorhin da so hingeräumt habe. So, aber hier kann man jetzt direkt... Ah, die schwarzen Viren sind schon mal alle Geschichte. Schwarz kann ich momentan irgendwie gar nicht gebrauchen, deswegen schmeißt mir Dr. Mario auch sehr viel davon hin. Ja, komm immer drauf hier auf den Haufen. Ja, schwarze Pillen, immer her damit. Ja, weiß brauche ich auch. Allerdings da hinten. Jetzt ist der graue Bacillus auch weg. Der ist komplett ausgemerzt. Merz-Spezial-Dragés. Und den weißen haben wir jetzt auch gleich geschafft. Yeah! Da haben wir jetzt mal richtig einen abgeledert hier. Ne? Das war jetzt natürlich von der Geschwindigkeit her ganz schön langweilig. Man merkt das ja schon allein daran, dass ich die Pillen selbst hier runter buxiere. Scheiße! Wohin damit? Das war jetzt so richtig schön blöd. Das war noch blöder. Was mache ich denn hier? Ja, ich muss mal irgendwie das Geschwindigkeitslevel ein bisschen regulieren. Deswegen, wir stapeln einfach mal die Pillen so lange, bis unser Patient sich übergeben muss. So, machen wir mal Medium, ne? So, und weil ihr es alle gewollt habt, gebt es doch zu, machen wir die klassische Musik. Ach, guck mal, jetzt fängt auch direkt bei Level 6 an, ne? Okay. Na denn, immer her mit den Pillen. Oh. So, die kommen jetzt auch in einem etwas rasanteren Tempo angeflogen, so dass ich auch direkt schön viele Fehler mache. Oh, jetzt muss ich dann doch mal ein bisschen mehr überlegen, merke ich gerade. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Verdammte Axt. Ah, das war richtig schön doof, ne? Oh nein, das kriege ich ja nie im Leben weg, da den Kack. Ich überlege gerade, wie ich dieses Malheur da beseitige und mache in der Zwischenzeit ganz viel anderen Mist. Boah. Ja, das war ja schon kurz vor der Apotheke in die Hose geschissen, sagen wir mal, ne? So, fangen wir nochmal neu an. Dr. Mario hat selbst gemerkt, dass ich anscheinend ein ziemlicher Loser bin und hat das hier schon mal ein bisschen reguliert. Und ich mache genau denselben Scheiß schon wieder. Also reden und spielen gleichzeitig ist dann doch eine leichte... Ey, was ist denn das für ein krasser Unterschied zwischen Medium-Geschwindigkeit und Low? Oh Mann, ey, ich weiß nicht, wohin mit den Kackpillen hier. Ja, komm, noch ein paar schwarze. Die kann ich doch immer gut gebrauchen. Weil ich jetzt mittlerweile jeden schwarzen Bacillus zugebaut habe.
So, wo packen wir den jetzt hin? Vielleicht hier, damit wir gleich das Elend mal beseitigen können. Oh Gott, ey, was fabriziere ich denn hier? Naja, zumindest ist der Bacillus weg. Und das war auch mal wieder eine unheimlich kluge Aktion. Okay. Okay, den habe ich auf jeden Fall mal ordentlich verschwinden lassen. Voll im Copperfield gemacht hier. Ja, hier muss nämlich erstmal das Graue weg. Ah, Gott, ey. Oh, das war mal schön dämlich. Das wird schon wieder nichts, ne? Komm, Mario. Ich mache extra mal Ende. So. Mach's mir doch mal leicht, Mario. Mensch, das ist doch hier wirklich schon ein... Ein beachtlicher Schwierigkeitsgrad, wenn man das Spiel mal wieder ein paar Wochen nicht gespielt hat. Ah, Kacke. Ja, durch die Bazillen durch können die Pillen natürlich noch nicht fliegen. Schön wär's. Das war auch mal wieder ein richtig schön verschenktes Ding. Na komm, wenn wir hier schon abkacken, dann richtig. So, ich verfolge hier ein Ziel, und zwar ein total doofes, wie ich gerade merke. Oh nein, ich bin so doof. Ich weiß selbst, dass ich hier totalen Bullshit produziere gerade. Das macht es aber auch nicht besser, merke ich gerade. So. Ah, das ist... Oh. Gott, ey, ich fabriziere hier eine Scheiße. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Naja, noch 5 Minuten. Da würde ich doch mal sagen, ich fange mal wirklich bei Level 0 an und sag hier schnelle Geschwindigkeit, oder? So gut wie ich bin, sollen wir das definitiv mal probieren. Ah, so, jetzt hat Dr. Marius mit nicht ganz so vielen Bazillen zu tun. Und trotzdem loost der Weidemann immer noch total ab. Ich habe gerade etwas bedacht und dann habe ich gemerkt, dass ich Blödsinn gemacht habe. Na gut, Dr. Mario gibt mir noch eine Chance. Genau, man kann das nämlich auch von unten erledigen, das Bacillus. Oder den Bacillus. Die Bazille halt, ne? So, zack, jetzt haben wir alle drei erledigt und das in hoher Geschwindigkeit. Ihr merkt schon, ich kann das richtig gut. Also gucken wir mal, was in Level 2 passiert. Meine Güte, bin ich schlecht, ey. Das tut mir ja voll leid. Um die armen Leute, die ihre Zeit hier vergeuden mit mir. Oh, Hilfe. Diese Geschwindigkeit ist doch wirklich... ist doch nicht von schlechten Eltern, sagen wir. Oh, das war jetzt richtig schön kacke. Oh. Oh. So eine Scheiße. So, aber er gibt mir direkt die Chance, an der Stelle wieder weiterzumachen. So, jetzt mal wirklich mit klarem Verstand. Ah, und es läuft, ne? Also hier geht es jetzt richtig vonstatten. Vielleicht hat Dr. Mario einfach gemerkt, dass ich ein totaler Loser bin in dem Spiel und dachte sich jetzt, oh mein Gott, der Weidemann ist aber nicht so gut wie die ganzen hyperaktiven Kiddies, die das sonst zocken. Irgendwie wird es jetzt aber irgendwie noch schneller, habe ich das Gefühl. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, ich wollte hier nur mal eben den Weg freiräumen für das komische Bacillus, was mich da noch erwartet. So, jetzt haben wir natürlich nur noch schwarze Bazillen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele
Tabletten in diesen Kollegen hier reinschmeißen. Was war das? Gehört habe ich sowas schon mal. Ich glaube, das passiert, wenn man irgendwie unheimlich viele Pillen auf einmal wegzaubert. So, und da haben wir es doch mal endlich geschafft. Mann, ey. Das ist aber auch zum... So, wir bewegen uns jetzt mal in Level 2, also 0-2. Wir haben ja bei 0-0 angefangen und machen direkt wieder einiges verkehrt. Jetzt erstmal gucken, dass wir das Weiße wegbekommen, damit wir dann das Schwarze wegbekommen können. Nee, das Schwarze von dem Grauen gleich. Und oh, meine Fresse! Nicht die anderen Viren vergessen. Uah, das war doof. Uah, scheiße. Ich habe hier schon wieder so viel verkehrt gemacht, dass man es überhaupt nicht wieder gut machen kann. Dr. Mario, du bist so fies. Unglaublich. So, gibt es irgendwie noch einen anderen Spielmodus oder sowas? Ich glaube, es gibt wirklich nur schnell, langsam und mittel. Und dann gibt es hier Virus-Level 1000. 20. Ja. So. Ich sollte mir die Chill-Musik aussuchen, um mal ein bisschen runterzukommen von dieser ganzen Anstrengung. Und jetzt werde ich es wirklich mal versuchen in der letzten Minute und wahrscheinlich kläglich abkacken. Ach du Scheiße. Jo, das war Kacke. Ungefähr damit habe ich gerechnet. Komm, noch ein Versuch. Ich mache euch alle weg, ihr Kackviren. Oh. Jo. Meine Güte, der hat sich aber einen richtigen Infekt geholt hier, der Gute. Boah, habe ich mich erschrocken, ey. Ja, ich merke schon, also Dr. Mario ist, glaube ich, mein, wie sagt man, mein Watergate. Da bin ich ja mal richtig scheiße drin. Das habe ich so auf dem Klo noch gar nicht gemerkt bisher. Da ging es eigentlich immer. Aber gut, ich habe mir hier auch viel vorgenommen. Ne? Höchstes Level mit krasser Geschwindigkeit. Das ist natürlich auch ein bisschen übel. Ja, und ich merke schon, ich habe wahrscheinlich schon den Ruf weg hier als absoluter Noob. Aber ist mir egal. Ich mache trotzdem hier weiter. Also, viel Spaß mit den nächsten Folgen. Schroff gezockt auf dem Klo mit. Yeah! Complete.